Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Ländle Talk im Café Bar Restaurant Hubers in Götzis. Heute dürfen wir Ihnen einen weiteren Landesrat aus dem Vorarlberger Ländle präsentieren. Herzlich willkommen bei uns, Dieter Ecker. Grüß Gott. Herr Ecker, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute hier mit dabei sind. Können Sie unseren Zusehern kurz erklären, in welchen Bereichen Sie als Landesrat verantwortlich sind? Ja, sehr gerne. Ich bin verantwortlich für den Bereich der Wasserwirtschaft, ein sehr interessantes, großes Ressort, ein sehr wichtiges Ressort. Dann der Bereich der Abfallwirtschaft mit allem, was dazugehört. Dann der Hochbau, der Landeshochbau mit unseren Landesgebäuden, den Schulen und so weiter. Und dann noch die technischen Dienste, das sind Seilbahnwesen, Aufzüge, Elektrotechnik und auch Lärmschutzmaßnahmen. Also ein sehr umfangreiches Gebiet. Ein sehr umfangreiches Gebiet und auch ein sehr buntes Gebiet, aber auch ein sehr spannendes Gebiet, ja. Jetzt hat Vorarlberg in vielen diesen Bereichen Vorreiterstellung in ganz Österreich. Wenn ich hier an die Apfelwirtschaft denke, dann kann man sagen, hier sind wir wirklich führend. Das dürfen wir mit Stolz behaupten, weil die Verwertungsquoten über 70% sind und österreichweit an der absoluten Spitze sind. Wir haben gerade vor kurzem von der ARA einen österreichweiten Preis erhalten. Das verdanken wir aber vor allem der Bevölkerung, die mit einem hohen Bewusstsein den Abfall vermeidet und dann schlussendlich trennt. Und da kann man nur Danke sagen. Woher kommt dieser positive Gedanke? Ich denke, was die Vorarlberger insgesamt einen sehr vernünftigen Zugang zum Thema Umweltschutz, zu ihrer Natur, zu ihrer Heimat haben und diese auch schätzen und ihren Beitrag zum Schutz dieser Heimat auch leisten. Was tut das Land Vorarlberg im Moment bezüglich der Weltwirtschaftskrise? Was wird Spezielles unternommen? Also klar ist, diese Krise ist nicht in Vorarlberg entstanden, sondern in der großen weiten Welt, insbesondere in Amerika. Und wir können diese Krise auch nicht alleine bewältigen. Das ist unmöglich. Wir können nur versuchen, dort, wo wir Kompetenzen haben, Akzente zu setzen, Impulse zu setzen. Das ist vor allem im Bereich des öffentlichen Baues. Das betrifft mein Ressort unmittelbar, wo wir jetzt aufgestockt haben um 10 Millionen Euro. Auch im Wasserbau noch einmal aufgestockt haben, wo wir versuchen, Projekte vorzuziehen, um der Bauwirtschaft Impulse zu geben und dort Beschäftigung zu sichern. Auf einer zweiten Ebene können wir versuchen, mit Beschäftigungsmodellen den Betrieben die Möglichkeit zu geben, auch bei schlechter Konjunkturlage oder bei zurückgehenden Auftragsbüchern die Leute in Beschäftigung zu halten, dass sie ihren Arbeitsplatz behalten können, in der Hoffnung natürlich, dass das nur eine bestimmte Zeit dauert und am Ende des Jahres, spätestens Anfang nächsten Jahres, die Konjunktur wieder mit positiven Signalen Richtung oben zeigen wird und sich das Ganze erholen wird. Viel mehr ist in Wahrheit nicht machbar. Wo wir sehr großen Wert darauf legen, ist, dass wir vor allem der Jugend eine Chance geben, weil das Schlimmste ist, wenn Jugendliche aus der Schule kommen und dann am Arbeitsmarkt keine Chance erhalten und dann schon bei Beginn ihrer Arbeitskarriere praktisch mit negativen Ereignissen konfrontiert sind. Und deshalb haben wir auch, und da sind wir normalerweise sehr, sehr zurückhaltend, eine Jobgarantie für Jugendliche gegeben, wo wir sagen, wenn du es nicht schaffst, innerhalb von 3 Monaten einen Arbeitsplatz zu finden, dann hilft dir die öffentliche Hand, sprich Land, Gemeinden, AMS, und wir werden gemeinsam für dich einen Ausbildungsplatz finden in der Wirtschaft oder auch bei überbetrieblichen Ausbildungszentren. Ehrliche Frage, ehrliche Antwort. Ist dieses Projekt überhaupt realisierbar? Wir können mit Stolz behaupten, dass wir bis jetzt keinen Fall haben, den wir nicht vermitteln konnten innerhalb einer bestimmten Zeit. Und wir hoffen natürlich, dass es uns auch in den nächsten Monaten gelingen wird, jedem Jugendlichen im Land Vorarlberg, der auch gewillt ist, natürlich einen Arbeitsplatz zu finden und der einen Beitrag dazu leistet, auch so einen Platz zu vermitteln. Hat Vorarlberg in dieser Richtung eine Vorreiterstellung in Österreich? Ich bin immer ein bisschen vorsichtig mit diesem, wir sind die Besten im Westen. Ich denke, wir sind insgesamt nicht so schlecht aufgestellt in Vorarlberg, vor allem weil wir fleißige Leute haben, eine florierende Wirtschaft haben, auf soliden Fundamenten stehen. Und wir bemühen uns auch immer wieder, auch in einzelnen Bereichen, ob das im Bereich der Pflege ist, ob das im Bereich jetzt der Wirtschaftspolitik ist oder der Jugendbeschäftigung ist, aber auch im Bereich der Umweltpolitik mit erneuerbaren Energien, Vorreiter zu sein, etwas mutiger zu sein, etwas auszuprobieren und zu zeigen, die Dinge gehen, auch wenn man gemeinsam etwas will. Und ich denke, dass die Kleinheit des Landes auch ein Riesenvorteil ist, weil hier immer alle Akteure an einem Strang ziehen und auch die kurzen Wege einen Riesenvorteil darstellen. Jetzt kenne ich Sie schon lange, Herr Ecker, und man merkt es Ihnen an, Sie sind immer mit viel Energie bei der Sache, vor allen Dingen auch mit viel Freude, auch mit politischem Engagement. Woher kommt das?
Mir macht die politische Arbeit wirklich sehr viel Freude. Ich bin ein politisch denkender Mensch, war es eigentlich immer schon. Und ich empfinde es wirklich als eine große Genugtuung, aber auch eine große Ehre, für das Land arbeiten zu können, sich politisch einzubringen, etwas gestalten zu können. Das macht Spaß und darum mache ich diese Aufgabe auch sehr gerne. Wermutstropfen ist natürlich gerade, wenn man jung ist, wie ich, in der Phase der Familiengründung ist, dass man natürlich viel zu wenig Zeit für die Familie, für seine Kinder hat. Das ist ein kleiner, eigentlich ein großer Wermutstropfen. Das wäre eigentlich eine der nächsten Fragen gewesen. Sind Sie der jüngste Landesrat im Vorarlberg? Ich bin der jüngste Landesrat im Vorarlberg und war, glaube ich, sogar der jüngste Statthalter damals in ganz Österreich. Wie fühlt sich das an? Ich fühle mich frisch und jung und denke, kann einen gewissen Wind, auch frischen Wind, auch in die Landespolitik bringen. Ich sage immer, eine gute Mischung innerhalb der bürgerlichen Koalition. Ein Landeshauptmann mit sehr viel Erfahrung und ein junger Koalitionspartner, der vielleicht etwas forscher, etwas frischer an die Dinge hereingeht. Und diese Kombination bringt einiges in Bewegung. Das Alter werden wir nicht verraten. 40 Jahre, also heuer Jubiläum und fühle mich eigentlich noch sehr fit und vital. Wird vermutlich eine Riesenparty geben. Hat schon einen gegeben, habe mir einen Geburtstag gefeiert, habe aber dort eher im Rahmen der Freunde und der Verwandtschaft, der Familie gefeiert. Ich höre immer wieder das Thema Familie. Familie scheint sehr wichtig zu sein. Die Familie ist für mich das Wichtigste, nicht nur privat, sondern auch gesellschaftspolitisch. Sie ist der Kern unserer Gesellschaft und der Kern unseres Wohlstandes. Sie ist eigentlich auch der Kern einer menschlichen Gesellschaft, weil dort viel geregelt wird, was mit staatlicher Hilfe sonst nicht machbar wäre. Ob das die Kindererziehung ist, ob das auch die Pflege älterer Menschen ist, der Zusammenhalt, auch die Nachbarschaftshilfe, die in der Familie eigentlich gelebt wird. Und wir haben gerade im Landtag jetzt diskutiert, dass die Familie stärker auch unterstützt werden soll, damit sie auch wieder die Möglichkeit hat, mehr Kinder in die Welt zu setzen und damit unsere Zukunft zu sichern. Das ist mir wirklich ein großes Anliegen. Ist die Familie eine Tankstelle für unseren Landesort Ecker? Absolut. Sie ist Tankstelle, sie ist Rückzugsort. Sie ist auch jene Institution oder jedes Umfeld, das in einer schwierigen Zeit die Rückhalt gibt. Und das gerade auch in turbulenten Zeiten enorm wichtig. Turbulente Zeiten in der Wirtschaft gibt es im Moment, aber es gab natürlich vermutlich auch im Leben eines Landesrates turbulente Zeiten. Was waren so die Turbulenzen? Ich habe natürlich eine sehr schwierige Phase hinter mir aufgrund der Entwicklung meiner Partei auf Bundesebene, die letzten 4 Jahre damals mit Knittelfeld und der Abspaltung BZÖ. Das waren natürlich auch für mich bittere Erfahrungen, wenn man Wahlniederlagen einfahren muss und vor der Front steht und sich im Moment eine ordentliche Ohrfeige vom Wähler holt, obwohl der Bundestrend eigentlich maßgeblich dort war. Aber gerade diese Phasen sind es, die extrem auch prägen, die extrem auch Lernen und Wissen mit sich bringen. Da lernt man dann auch, wo sind die Freunde, da lernt man auch, wie hält man durch, wie kann man geradlinig seinen Weg weitergehen. Und heute sind wir wieder auf der positiven Welle, der Pfeil zeigt nach oben und diese Zeit hat uns eher und mich auch gestärkt. Was ich mich immer wieder frage, wenn ich die Landesräte, die ich fast alle kenne und eigentlich alle als sehr sympathisch empfinde, wie geht man eigentlich mit den politischen Gegnern um? Ist das nicht, wenn man sich menschlich sehr gut versteht, oft relativ schwierig? Also ich glaube, man muss einfach unterscheiden. Es gibt die Sachebene, wo man durchaus unterschiedlicher Meinung sein kann. Darum gibt es ja auch Parteien, die von unterschiedlichen Zugängen zu einem Thema hinkommen und ihre Ideen dort einbringen. Und es gibt die persönliche Ebene, wo ich sage, die sollte man nie gefährden. Also man sollte nie auf der persönlichen Ebene jemand angreifen, argumentieren. Erstens bringt das in der Sache nichts und zweitens macht das dann auch die Basis für gemeinsame Kompromisse und Lösungen unmöglich. Und insofern sollte man immer auf der Sachebene argumentieren und ich habe das immer so gepflegt, ob das in der Kommunalpolitik in der Stadt Hohenems der Fall war oder jetzt im Land, und ich bin eigentlich immer sehr gut damit gefahren. Jetzt gibt es aber neben dem Landesrat Dieter Ecker, neben der Familie noch Hobbys. Was sind das für Hobbys? Ja, vor allem im Bereich des Sports. Ich spiele seit vielen, vielen Jahren begeistert Tennis. Habe nach einer kurzen Pause jetzt wieder über 35 Jahre jetzt wieder bei den Senioren den Einstieg gemacht und das macht extrem Spaß. Aber im Sommer natürlich auch Wasserskifahren, im Winter Skifahren, aber auch irrsinnig gerne wandern in unseren wunderschönen Bergen. Wir haben ja wirklich diese große Gnade, dass wir alle Freizeitmöglichkeiten vor der Haustür haben. Ob das der See ist, ob das die Berge sind, wunderschöne Sportanlagen, das ist eine große Gnade.
Herr Ecker, im Tennis, da möchte ich noch einmal einhaken, spielen Sie Meisterschaft? Ja, ich spiele wieder Meisterschaft, mehr oder weniger erfolgreich oder erfolglos, wie man so will, weil einfach die Zeit zum Training fehlt, also dass man live dann am Wochenende schnell einmal einspielt, ein Einzel, und dann ist natürlich immer Frage der Tagesform, ob man erfolgreich oder eher auf der Verliererseite ist. Jetzt weiß ich, dass Sie auch im Fasching aktiv sind, bei den Emser Schlossnahen. Wie wichtig sind Vereine grundsätzlich für einen Politiker? Die Vereine sind extrem wichtig für unser Land, weil sie irrsinnig viel gesellschaftlich auffangen, was sonst mit öffentlichen Geldern nicht zu machen wäre. Angefangen von den Feuerwehren über die Bürgermusik und natürlich Kultur- und Sportvereine. Da wird auch Jugendarbeit gemacht, die unbezahlbar ist in Wahrheit. Also Vereine sind für mich und auch für unsere Politik des Landes ein ganz wichtiger Faktor, der nicht wegzudenken wäre. Was hat Sie zum Fasching gebracht? Eigentlich der Bekanntenkreis, der aus der Faschingsgilde in Hohenems herauskommt, die uns damals überredet haben. Also mich hat man wirklich überredet, den Ritter, also Faschingsprinz wäre es in anderen Gemeinden, zu machen. Meine Frau war da immer gleich begeistert. Und ich muss sagen, es war eine der schönsten Zeiten in meiner Jugend, meines Lebens. Und da habe ich es nie bereut und war eigentlich auch mit ein Einstieg dann in die Politik. Warum? Naja, da hat man dann gelernt, da vor einem Podium zu stehen, vor Leuten zu stehen, Ansprachen zu halten. Und das war eine gute Schule auch dann für die politische Laufbahn. Und dort hat mich dann Bernhard Demessl auch, der eigentlich mein politischer Ziehvater ist, entdeckt und hat mich dann für die Kommunalpolitik in Hohenems gewonnen und geworben. Eine etwas zynische, nicht ganz ernst gemeinte Frage. Muss man ein Narr sein, damit man in der Politik unterkommt oder in die Politik geht? Nein, die Frage ist gar nicht so dumm, würde ich mal sagen, oder so humoristisch, weil eine gute Portion Humor und auch eine gewisse Distanz zu sich selber und auch ein gutes Maß an Selbstkritik ist eine gute Basis für einen Politiker. Ich sage immer, man sollte sich als Person in der Politik nicht so wichtig nehmen, sondern sich um die Sachen, um die Menschen draußen kümmern. Dann kann man auch gute Politik machen. Jene Politiker, die sich selbst zu wichtig nehmen und zu ernst nehmen, sind in Wahrheit nicht wirklich die Guten. Herr Ecker, wenn man das auf wenige Worte beschränken kann, wo sehen Sie Ihre Stärken? Ich denke, meine Offenheit ist eine große Stärke. Ich finde es unglaublich interessant, verschiedenste Menschen, auch verschiedene Ansichten kennenzulernen und zu sehen, dass es nicht nur einen Lösungsweg gibt, sondern mehrere Lösungswege im Leben gibt. Ein Nachteil von mir ist sicherlich, eine Schwäche ist sicherlich meine große Ungeduld. Mir geht das immer zu langsam. Ich bin einer, der gerne treibt und der sehr gerne Lösungen will. Und da oft einmal etwas mehr Geduld wäre wahrscheinlich auch im politischen Alltag kein Fehler. Aber die Geduld beim Tennis und bei diversen Hobbys, die ist gegeben? Ja, soweit es notwendig ist, da hängt es ja meistens auch vom Gegner ab, inwieweit man etwas geduldiger sein muss oder nicht. Aber es ist insgesamt eine Schwäche von mir, dass mir die Dinge zu langsam gehen in Wahrheit. Wie wirkt sich das aus? Ja, ich fordere dann und will es erzwingen oft einmal. Und da wäre es oft einmal vielleicht besser, einen Schritt zurückzugehen und die Dinge sich entwickeln lassen. Wo holt sich aber grundsätzlich unser Landesrat Ecker nochmals die Energie? Also das kann ja nicht nur beim Tennis liegen, sondern gibt es irgendwelche Mentaltechniken? Nein, überhaupt nicht. Also mir genügt eigentlich die Freizeit, die wenige Freizeit, die zur Verfügung steht und vor allem der Umgang dann in der Natur, ob das am Bodensee ist oder bei uns in den Bergen, das Skiheim Schottanen, also das Nahgebiet Schottanen ist für mich auch ein ganz wichtiges Erholungszentrum, eine Quelle auch und natürlich die Familie, das genügt eigentlich. Also da gibt es keine speziellen asiatischen Techniken oder sonst irgendwas, was hier heute im Zeitgeist der Moderne ist, sondern einfach die Natur und die Freizeit bei uns genießen zu können, ist Kraftquelle genug. Vielleicht ist das keine asiatische Technik, sondern eine Ländle-Technik, dass Geselligkeit etwas Wichtiges ist. Ja, natürlich. Also Geselligkeit in Kombination mit Käsknöpfle dann, mit kleinem Bier, das ist eine gute Quelle. Ja. Also dann genießen wir jetzt im Anschluss an dieses Gespräch vielleicht Käsknöpfle. Ist das die Lieblingsspeise? Ist meine Lieblingsspeise, ja. Super. Käsknöpfle, ein kleines Bier und vielleicht ein Stamperle. Wäre wunderbar. Super. In diesem Sinne bedanke ich mich recht herzlich, wünsche weiterhin viel Erfolg und hoffentlich bleiben Sie so agil, wie Sie sind. Vielen Dank für das nette Gespräch, es hat mich sehr gefreut. Danke. Liebe Zuseher, das war's. Landesrat Dieter Ecker bei uns zu Gast im Ländle-Talk im Café-Bar-Restaurant Hubers.